Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben die Zeit erreicht, zu der die christliche Welt Ostern begeht. Ein Fest, das angeblich die Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu Christi feiert. Aber wussten Sie, dass nicht alle Christen das Osterfest halten? Auch solche, die sehr wohl an die Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu Christi glauben? Doch wie kann das sein? Wie kann jemand, der sich zum Christentum bekennt, gleichwohl davon absehen, das Wichtigste der christlichen Feste zu halten? Nun, ich möchte Ihnen heute ein paar Antworten auf diese sehr merkwürdigen Fragen geben. Zunächst einmal, wussten Sie, wo eigentlich das Osterfest herkommt? Die meisten würden sagen, natürlich kommt es von der Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu Christi her. Aber seien wir uns dessen nicht so sicher. Verschiedene Kommentare, Enzyklopädien, Nachschlagewerke und andere Bücher und Artikel lassen uns nämlich keinen Zweifel daran, was die wahren Ursprünge des Osterfestes und der Osterbräuche sind. Ich möchte Ihnen heute ein paar heidnische Götter und Göttinnen vorstellen. Sie werden Namen hören wie Eostre, Eostra, Astarte, Ostara, Ischar oder Istar und dann weitere Namen wie Marduk oder Attis oder Mithras. Hören Sie sich das ruhig einmal an, bevor Sie ein abfälliges Urteil fällen, und Sie werden erkennen, wie diese heidnischen Götter Einfluss haben, auch heute noch, auf das Osterfest. Zum Beispiel schreibt die bekannte Enzyklopädie Funk and Wagnall im 8. Buch über Ostern folgendes. Ostern, ein christliches Fest, das viele vorchristliche Traditionen beinhaltet. Gelehrte glauben, dass der Name möglicherweise von Eastre herrührt, dem anglo-sächsischen Namen einer teutonischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin. Traditionen, die mit dem Fest zu ihren Ehren verbunden waren, haben in dem Osterhasen, einem Symbol der Fruchtbarkeit, und den bunt bemalten Ostereiern überlebt, die ursprünglich mit hellen Farben versehen wurden, um das Sonnenlicht des Frühlings zu repräsentieren. Alexander Hislop schrieb in seinem Buch Die zwei Babylons, The Two Babylons, auf Seite 103, Ostern ist nichts weiter als Astarte, einer der Titel der Beltis, der Himmelskönigin. Achten Sie auf diese Bezeichnung, wir werden noch darauf zurückkommen. Das deutsche DTV-Lexikon schreibt im 13. Band über Ostern, Ostern, germanisch von Ostara, einer Frühlingsgöttin. Am Abend des ersten Ostertages wird das Osterfeuer angezündet, einst als Schutz gegen Ungemach und als Sinnbild der neu erwachten Natur gedacht. Nun, ich bin mir darüber im Klaren, dass einige Zeitungsartikel letztlich behauptet haben, dass Ostern nicht von der Frühlingsgöttin Ostara herrührt. Aber die meisten Kommentare und die meisten Nachschlagewerke stellen klar und deutlich fest, dass dies doch der Fall ist. In einem Artikel, die Osterparade, Willkommen, süße Frühlingszeit, wird auf Seite 4 offen zugegeben und ich zitiere, in Babylon wurde die Frühlingsgöttin Ischar genannt. Sie wurde mit dem Planeten Venus identifiziert, in Phönizien wurde sie zu Astarte, in Griechenland zu Eostre und in Deutschland zu Ostara. Die Microsoft Encarta Multimedia Encyclopedia schreibt, Ischar war die große Mutter, die Göttin der Fruchtbarkeit und die Himmelskönigin. Also hier wird Ischar eindeutig mit der Himmelskönigin identifiziert. Professor Samuel Bacciocci, der kürzlich verstorben ist, schrieb in einem Buch mit dem Titel Gottes Festtage folgendes auf den Seiten 109 und 110. Der Osterhase war einst ein Vogel, den die Göttin Eostre in ein vierfüßiges Geschöpf verwandelte. Der Hase oder das Kaninchen wurden zu einem Fruchtbarkeitssymbol. Der Hase legte Eier, die zu einem Symbol des reichlichen neuen Lebens im Frühling wurden. Der Ursprung der Ostereier führt auf alte Zivilisationen Ägyptens und Babylons zurück, wo man glaubte, das Universum sei aus einem mächtigen Weltei hervorgegangen.
Die Menschen des alten Ägyptens, Persiens, Griechenlands, Roms und Chinas beschenkten sich gegenseitig mit Eiern während ihrer Frühlingsfeste. Man glaubte, dass ein Ei gewaltigen Ausmaßes vom Himmel in den Fluss Euphrat gefallen sei. Die Fische rollten das Ei zum Strand, wo die Tauben es ausbrüteten, bis Venus herauskam, die später bei den Syrern Astarte genannt wurde. Das Ei war ein populäres heidnisches Symbol des Lebens und des Todes. Es war ein Symbol des Todes, da die Schale wie ein Grab ist, das das heranreifende Leben im Ei gefangen hält. Es war ein Symbol des Lebens, da es den Ursprung einer neuen Kreatur beherbergt. In seinem Buch Babylon, Mysterien, Religion schreibt Ralph Woodrow auf Seite 144, China benutzte gefärbte Eier in seinen heiligen Festen. In Nordeuropa wurden in heidnischen Zeiten Eier gefärbt und als ein Symbol der Frühlingsgöttin gebraucht. Das Ei war ein Symbol der Fruchtbarkeit und des erneuerten Lebens und geht bis auf die alten Ägypter und Perser zurück, die die Tradition hatten, Eier während ihrer Frühlingsfeste zu bemalen und zu essen. Nun, was wir bislang gesehen haben, ist Folgendes. Ostern ist der Name einer heidnischen Frühlingsgöttin, die unter mehreren Namen angeboten wurde, inklusive Eastre, Eostre, Astarte, Ostara, Ischar oder Istar. Besonders der Name Ischar oder Astarte wird mit der Bezeichnung Himmelskönigin in Beziehung gebracht. Ferner sahen wir, dass der Osterhase der Ostereier legt und die bunt gefärbten Ostereier als Symbole der Fruchtbarkeit mit den genannten Frühlingsgöttinnen in Verbindung standen. Nun kann man sich bereits jetzt schon die Frage stellen, was haben eigentlich dann diese Eier, diese Fruchtbarkeitssymbole, der Osterhase und sogar der Name Ostara oder Ostern mit der Kreuzigung und der Wiederauferstehung Jesu Christi zu tun? Das ist eine sehr interessante Frage und die Geschichte gibt uns auch eine Antwort auf die Verbindung. Dr. Karus schreibt auf Seite 15 in seinem Werk Die Plemora. Wir wissen, dass sich die Religionen der Babylonier, der Syrer, der Phönizier und der Griechen sehr ähnlich waren. Wir wissen, dass Marduk ein rettender Gott war. Wir wissen, dass er starb und den Tod besiegte, dass er wieder zum Leben erweckt wurde und den Tempel in einer feierlichen Prozession betrat und, jetzt achten Sie, darauf, dass seine Heirat mit Ischar gefeiert wurde. Er fährt fort zu schreiben, sowohl im alten Babylon als auch in Phönizien beging man eine Art Karfreitag und eine Art Ostersonntag und es ist auch bemerkenswert, dass die Auferstehung jenes Gottes 3 Tage nach seinem Tod stattfand. Wir lesen in einem Buch von Arthur Weigel, das Heidentum in unserem Christentum, folgende Ausführungen auf Seite 209. Die Kirche, und er spricht jetzt hier die katholische Kirche an, konnte zum Beispiel nicht verhindern, dass Menschen in vielen verschiedenen Ländern ein großes Fest mit Namen Ostern feierten, um damit die Auferstehung des Attis und anderer Götter zu gedenken. Hier wird ein weiterer heidnischer Gott präsentiert mit dem Namen Attis. Über diesen Attis erfahren wir mehr in der Frauenenzyklopädie der Mythen und Geheimnisse. Und ich zitiere, der Attis-Kult hat das frühe Christentum stark beeinflusst. Attis war ein Sohn der irdischen Inkarnation einer Göttin, nämlich der Jungfrau Nana, die auf wundersame Weise durch das Essen einer Mandel oder eines Granatapfels schwanger wurde. Dieser Attis wuchs heran, um zu einem Heiland zu werden, der getötet wurde, um der Menschheit das Heil zu bringen. Sein Leib wurde von den Gläubigen in Form von Brot gegessen. Er wurde als der allerhöchste Gott auferweckt. Der Leiden des Attis wurden am 25. März, einige sagen 22. März, gedacht, ganz genau 9 Monate vor dem Tag seiner Geburt, dem 25. Dezember. Der Tag des Todes des Attis wurde als Schwarzer Freitag begangen. Der Gott starb und wurde begraben. Er stieg in die Unterwelt hinab. Am 3. Tag stand er von den Toten auf. Dies war an einem Sonntag. Der Gott stand in Herrlichkeit auf. Und dann fährt dieses Werk fort zu sagen,
Christen hielten später Ostersonntag mit Karnevalprozessionen, doch all dies stammt von den Mysterien des Attis, denn diese Legende bestand bereits lange vor dem Erscheinen Jesu Christi. Michael Jordan, nicht der bekannte Spieler, sondern ein Schriftsteller, er schrieb über Attis in die Enzyklopädie der Götter: In christlichen Zeiten übernahm das Osterfest das Datum der Riten des Attis. Und dann lesen wir erneut von Arthur Weigel, der auf den Seiten 128 und 132 in seinem Werk Das Heidentum im Christentum Folgendes schreibt: Ostern war ein mithraisches Fest. Mithra war einer der Götter des alten persischen Pantheons. Also hier wird uns ein weiterer Gott vorgeführt, der Gott Mithra oder Mithra, wie einige sagen, der Gott der Perser war. Hören wir uns einmal an, was mehr über diesen Mithra bekannt ist. Wayne Tyson schreibt über Mithras in einem Buch mit dem Titel Mithras, der Mann im Krug, auf den Seiten 22 und 24. Seit Anbeginn war Mithras mit der Sonne und mit Licht identifiziert worden. Kurz, er ist ein heidnischer Heiland. Mithras war nicht nur der Sonnengott, sondern auch der Fürsprecher, der vor dem höchsten Gott für die Menschheit eintrat. Sein Geburtstag wurde im mithraischen Kalender am 25. Dezember gefeiert. Der Sonntag war ihm geweiht und schon lange vor der christlichen Zeit als der Tag des Herrn bekannt. Seine Wiedergeburt wurde zu Ostern gefeiert. John Robertson schreibt in seinem Buch Heidnische Heilande, Studien in vergleichender Hyrologie, auf den Seiten 305, 306 und 327. Der erste Tag der Woche, Sonntag, war scheinbar seit urdenklichen Zeiten Mithra geweiht. Wir haben einige genaue Informationen über die beiden Hauptzeremonien oder Feste des Mithra, nämlich die des Weihnachts- und die des Osterfestes, dem Geburtstag des Sonnengottes und der Dauer seines Opfers und seines Sieges. Dass Weihnachten ein Sonnenfest ungewissen Alters ist, das die frühen Christen auf ihren Christus angewandt haben und das in totaler Unkenntnis der wirklichen Zeit seiner Geburt, wird heute von anerkannten christlichen Gelehrten nicht mehr geleugnet. Dass Ostern ebenfalls ein Sonnenfest ist, wird vielleicht nicht so deutlich zugegeben. Die Wahrheit ist, dass Mithraismus nicht abgeschafft wurde. Er wurde lediglich umgewandelt. Er war bereits zu weit verbreitet, als dass er hätte abgeschafft werden können. Die Frage stellte sich vielmehr: Sollte er als Rivale des Christentums weiter bestehen oder von ihm vereinnahmt werden? Und die Geschichte hat ja uns deutlich gezeigt, dass der Mithraismus oder der Attismus oder der Mardokismus vom Christentum vereinnahmt wurden. In Funk and Wagnalls Neue Enzyklopädie lesen wir im 14. Buch über diesen Mithraismus. Der Mithra-Kult, der alte persische Gott des Lichtes und der Weisheit. Mithra wurde zum Sonnengott, der in seinem Namen angebetet wurde. Er war der große Rivale des Christentums in der römischen Welt. Mithraismus war dem Christentum in vielen Dingen ähnlich, und ich habe bereits in einer vergangenen Predigt und in einer auf Posten stehen Sendung darauf hingewiesen, dass Mithraismus auch verantwortlich war für das heutige Weihnachtsfest. Und dieser Kommentar fährt fort zu sagen, er war mit dem Christentum in vielen Dingen ähnlich, wie zum Beispiel in der Verehrung der Hirten zur Zeit der Geburt des Mithra, in der Verehrung des Sonntags und des 25. Dezember, dem Geburtstag des Mithra und dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Ich habe bereits auch in einer Predigt darauf hingewiesen, dass die Bibel nirgendwo lehrt, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Die Idee der Unsterblichkeit der Seele ist aus dem Mithraismus ins Christentum eingeführt worden. Im 24. Band schreibt die gleiche Enzyklopädie über Sonnenverehrung, und ich zitiere: Im alten Persien war die Verehrung der Sonne ein notwendiger Teil des weitschweifigen Mithras-Kultes. Sonnenverehrung blieb in Europa selbst nach der Einführung des Christentums bestehen, wie man dies deutlich an dem verschleierten Überleben solcher traditionellen christlichen Praktiken wie dem Osterfeuer erkennen kann. Und dann schreibt John Robertson in seinem bereits zitierten Werk Heidnische Heilande auf Seite 307:
Im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Motive in den Kulten des Attis und anderer Götter wie zum Beispiel Mithras oder Marduk ist es unmöglich, daran zu zweifeln, dass wir es hier mit derselben universalen Mysterie zu tun haben. Wir haben also bislang festgestellt, dass es viele heidnische Religionen gab, die zur Osterzeit das Leiden, das Sterben und die Auferstehung heidnischer Götter feierten. Einige dieser Götter wurden als Marduk, als Attis oder als Mithra bekannt. Sie starben an einem Freitag, der dann Schwarzer Freitag genannt wurde, und kamen am darauffolgenden Sonntag wieder zum Leben. Verschiedentlich wird gesagt, dass sie am dritten Tag auferstanden und ihr Geburtstag war der 25. Dezember. Nun kurz zu der Frage, wie jetzt diese Bräuche, diese Osterbräuche und diese Idee der Kreuzigung oder des Sterbens und der Wiederauferstehung dieser heidnischen Götter ins Christentum gelangt sind. Die Encyclopædia Britannica schreibt im 8. Band der 11. Ausgabe auf Seite 828. Es gibt im Neuen Testament oder in den Schriften der apostolischen Väter keinen Hinweis darauf, dass das Osterfest gehalten worden wäre. Sokrates Scholasticus schreibt im 22. Kapitel seiner Kirchengeschichte, weder die Apostel noch die Evangelien haben irgendwo Ostern geboten. Der Heiland und seine Apostel haben uns durch kein Gesetz befohlen, dieses Fest zu halten. Und so wird es vielleicht viele Zuschauer überraschen, dass Ostern in der Tat in der frühen christlichen Kirche nicht gehalten wurde. Es gibt keinerlei Aufzeichnung darüber, dass man Ostern in der frühen christlichen Kirche gehalten hätte. Arthur Weigel schreibt in seinem Werk Das Heidentum in unserem Christentum auf Seite 209, es war Brauch der Kirche, wiederum spricht er jetzt hier die katholische Kirche an, diese alten heidnischen heiligen Tage den christlichen Ideen einzuverleiben und nicht sie zu unterdrücken. Die Feste, die wir Weihnachten und Ostern nennen, sind heidnischen und nicht christlichen Ursprungs. Ich habe ja bereits erwähnt, fährt er dann fort, dass auch der Sonntag ein heidnischer heiliger Tag war. Und wie ich dies bereits deutlich gemacht habe in vergangenen Predigten, die Bibel gebietet die Einhaltung des wöchentlichen Sabbats, der Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend, aber nicht die Einhaltung des Sonntags, der, wie wir gehört haben, bereits als der Tag des Herrn lange vor Christus bekannt war. Samuel Bacciocci schreibt auf Seite 110 seines Buches Gottes Festtage, Calvin, er bezieht sich hier auf den berühmten Schweizer Reformer Calvin, der betrachtete das jährliche Kirchenfest Ostern als so heidnisch, dass er es zu einem gewissen Zeitpunkt nicht hielt. Er sah seine Institution als Aberglauben an, da nur Gott allein einen heiligen Tag einsetzen kann. Also Calvin, der sich mit der Geschichte des Osterfestes auseinandergesetzt hatte, kam zu der Überzeugung und zu dem Schluss, dass man Ostern nicht halten sollte, weil es total heidnischen Ursprungs ist. Arthur Nock schreibt in Frühes nichtjüdisches Christentum und sein griechischer Hintergrund, die Idee der Auferstehung Christi wurde in die alte Praxis der Osterfestlichkeiten eingeführt und nicht etwa umgekehrt. Also er schreibt, dass zunächst einmal diese alten Osterpraktiken bestanden und dass dann die katholische Kirche diese Praktiken ins Christentum eingeführt hat. Man muss sich ja wiederum die Frage stellen, was haben diese Osterbräuche eigentlich mit der Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu Christi zu tun? Aber selbst die Auferstehung Christi wurde in mannigfacher Weise verändert, wenn man sich die Darstellung des heutigen Christentums anschaut. Der wahre Christus wurde mit heidnischen Heilanden vertauscht. Mit Heilanden wie zum Beispiel Attis oder Mithras oder Marduk, die an einem Freitag gekreuzigt wurden, die an einem Sonntag auferstanden. Wir werden gleich in dieser Sendung darauf eingehen, dass Christus keineswegs an einem Freitag gekreuzigt wurde,
und dass er auch nicht an einem Sonntag auferstand. Heilande, diese heidnischen Heilande, nahmen Christi Platz ein, der dann angeblich auch während seines Todes in die Unterwelt gefahren sei. Was er natürlich nicht tat, weil er ja im Grabe lag, und zwar tot. Der angeblich am 25. Dezember geboren wurde, was Christus auch mit Sicherheit nicht war, wie wir in einer anderen Sendung aufgeführt haben. Wenn man sich das alles vorstellt, und auch die Tatsache, dass vielfach Christus heute als ein Sonnengott mit langen Haaren dargestellt wird, dann versteht man, was Paulus hier im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel und in Vers 4 gesagt hat. Und er hat damals bereits die Christen davor gewarnt, aufzupassen, dass man nicht den wahren Christus mit einer falschen Vorstellung verwechselt. Er schreibt hier in 2. Korinther 11 und Vers 4, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Also schon damals zur Zeit des Paulus bestand die Bestrebung, einen anderen Jesus zu predigen, eine andere frohe Botschaft zu predigen. Und Paulus sagt hier, und ihr Christen in Korinth, ihr akzeptiert das, anstelle dass ihr dies ablehnt. Wir sahen also, dass das sogenannte frühe Christentum die heidnischen Osterbräuche ins Christentum einführte, anstatt sie abzulehnen, anstatt sie zu unterdrücken. Nun, ist es nicht egal? Ich meine, solange wie man diese Osterbräuche dann auf Christus anwendet und sagt, ja, wir tun das ja nur, um Christus zu verehren, das ist ja alles dann in Ordnung. Ist das so die Ansicht, die Gott vertritt? Schauen wir uns einmal in der Bibel an, was Gott uns dazu sagt. Verbietet uns Gott, um die Frage klar zu formulieren, Ostern zu halten? Zunächst einmal im Buch Hesekiel. Hesekiel Kapitel 8. Angefangen in Vers 12. Hesekiel Kapitel 8 und angefangen in Vers 12. Und hier wird Hesekiel eine Vision gezeigt. Und Gott sprach zu mir, er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des Tempels, am Hause des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Also Gott verdammt hier die Verehrung des Tammuz und Sonnenaufgangsversammlungen, um sie so zu formulieren. Nun, was ist mit dem Tammuz gemeint? Die Ryrie Study Bible oder diese Ryrie Studienbibel kommentiert. Tammuz war eine babylonische Gottheit, der Ehemann der Ischar, also der Ehemann von Ostern, der nach seinem Tod angeblich zum Gott der Unterwelt wurde und im Frühling auferstand. Tammuz war kein anderer als Marduk, ist nur ein anderer Name hier angeführt, einer jener heidnischen Heilande, der angeblich gestorben war, und deswegen haben die Frauen ihn hier beweint und er dann später auferstand, der Ehemann der Göttin Ostara oder Ostern. Nun schauen wir uns Hesekiel 8 und Vers 3 an. Hesekiel 8 und Vers 3. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Da führte mich der Geist fort zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Was ist mit diesem Bild gemeint? In dem Kommentar Erdmanns Handbuch der Bibel heißt es auf Seite 419,
Im Tempel Gottes hatte man ein Bild der kanaanitischen Göttin Astarte aufgestellt. In anderen Worten, ein Bild der Göttin Ischar oder Ostern. Wir sehen also, dass das alte Israel eine Art Ostern hielt, den Tammuz anbetete, der der Ehemann der Ischar war, der Ostara. Und dass sie sogar Astarte selber anbeteten, die auch Ischar oder Ostara hieß oder Ostern. Und dass man zu gewissen Zeiten eine Sonnenanbetung dadurch vollführte, indem man die aufgehende Sonne anbetete. Und alles dies wird von Gott als ein Greuel bezeichnet, etwas, was Gott mit Sicherheit nicht gut heißt. Schauen wir uns nun Jeremia Kapitel 7 an. Jeremia Kapitel 7 und Vers 18. Jeremia Kapitel 7 und Vers 18. Hier heißt es in Vers 17, siehst du nicht, was sie tun in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems? Die Kinder lesen Holz, die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen und fremden Göttern spenden sie Trankopfer mir zum Verdruss. Also hier verurteilt Gott die Praxis der Himmelskönigin Kuchen zu backen. Nun, wir hatten bereits von der Himmelskönigin gehört. Was sagen uns Kommentare zu dieser Stelle? Die Ryrie Studienbibel schreibt hier, die Himmelskönigin ist die assyrisch-babylonische Göttin Ischar oder Ostara oder Ostern. Rieneker schreibt im Lexikon zur Bibel unter dem Stichwort Himmelskönigin, dass diese Himmelskönigin die babylonische Göttin Ischar ist. Also auch er versteht dies eindeutig. Wir sehen also, dass Israel Ischar verehrte, die Frühlingsgöttin Ostara oder Ostern, die hier ausdrücklich als Himmelskönigin bezeichnet wird. Wir sehen aber auch, dass Gott diese Verehrung ausdrücklich verdammt. In Ihrer Freizeit lesen Sie einmal das gesamte 44. Kapitel des Buches Jeremia. Ich möchte hier nur auf die Verse 16 bis 23 eingehen, aber die sind sehr bedeutungsvoll. Jeremia Kapitel 44, angefangen in Vers 16, da lesen wir nämlich mehr über diese Himmelskönige und wie Gott sich dazu verhalten hat. Jeremia 44, angefangen in Vers 16. Den Worten, die du im Namen des Herrn uns sagst, wollen wir nicht gehorchen, sagten damals die Leute zu Jeremia, sondern wir wollen all die Worte halten, die aus unserem eigenen Munde gekommen sind und wollen der Himmelskönigin opfern und ihr Trankopfer darbringen, wie wir und unsere Väter, unsere Könige, unsere Obersten getan haben in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems. Und da hatten wir Brot genug und es ging uns gut und wir sahen kein Unheil. Seit der Zeit aber, da wir es unterlassen haben, der Himmelskönigin zu opfern und Trankopfer darzubringen, haben wir an allem Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Und wenn wir Frauen der Himmelskönigin opfern und Trankopfer darbringen, das tun wir ja nicht ohne den Willen unserer Männer. Und wenn wir ihr Kuchen backen, oder man könnte heute sagen Ostergebäck, um ein Bild von ihr zu machen und ihr Trankopfer darbringen, da sprach Jeremia zu dem ganzen Volk, den Männern und Frauen und allen Leuten, die ihm so geantwortet hatten, nein, der Herr hat gedacht an das Opfern, das ihr in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems getrieben habt, samt euren Vätern, Königen, Oberen und allem Volk des Landes, und er hat es zu Herzen genommen, dass er nicht mehr leiden konnte euren bösen Wandel und die Gräuel, die ihr tatet. Daher ist auch euer Land zur Wüste, zum Entsetzen und zum Fluch geworden, dass niemand darin wohnt, so wie es heute ist. Weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wieder den Herrn sündigtet und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und in seinem Gesetze, seinen Rechten und Mahnungen nicht gewandelt seid. Darum ist euch solches Unheil widerfahren, so wie es heute ist. Das hört sich alles nicht danach an, dass Gott mit Wohlwollen auf Festlichkeiten herabgesehen hat, die zu Ehren der Himmelskönigin, der Ostara, der Ostern, gehalten wurden. Nun, auch hier ist noch Folgendes zu bemerken. Wieso haben die Leute, als sie hier
die Himmelskönigen anbeteten, gegen Gottes Gebote verstoßen. Nun, ganz eindeutig deshalb, weil Gott ja gesagt hatte, sie sollten keine anderen Götter haben als ihn. Aber wenn man das dann zu Ehren des wahren Gottes tut, dann ist damit ja nichts Falsches verbunden, oder? Nun, so sieht das Gott keineswegs. Lesen wir uns nun einige Stellen durch, die uns klar und deutlich zeigen, dass man Gott nicht so anbeten darf, wie die Heiden ihre Götter, ihre Götzen angebetet haben. Zunächst einmal Jeremia Kapitel 10. Jeremia Kapitel 10, angefangen in Vers 2. Jeremia Kapitel 10 und angefangen in Vers 2. Da heißt es, so spricht der Herr, ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten, denn ihre Götter sind alle nichts. Und dann wird der Weihnachtsbaum beschrieben in diesem Kapitel, nämlich heißt es weiter in Vers 3, man fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden, Vers 4, und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Also hier, der Weihnachtsbaum ist etwas, was die Heiden bereits damals schon im alten Israel, im alten Juda angenommen hatten. Und Gott sagt, so sollt ihr aber nicht Gott verehren. In 5. Mose Kapitel 12 wird er noch viel deutlicher. 5. Mose Kapitel 12, angefangen in Vers 29. Denn wie gesagt, man könnte ja die Auffassung vertreten, solange wie man dies zur Ehre des wahren Gottes tut, ist das alles in Ordnung. 5. Mose Kapitel 12, angefangen in Vers 29. Wenn der Herr, euer Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient, ebenso will auch ich es tun. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Kapitel 13, Vers 1. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Also hier wird deutlich gesagt, dass wir Gott nicht so verehren sollen, wie die Heiden ihre Götzen verehrt haben. Die Ryrie Studienbibel kommentiert, die Israeliten durften noch nicht einmal nachforschen, wie die Kanaaniter ihre Götter verehrt hatten, damit sie nicht versucht würden, Aspekte dieser Verehrung in die Form der Anbetung Gottes zu übernehmen. Wir sahen aber, dass das sogenannte heutige Christentum dies genauso getan hat. Die haben also sich nach den heidnischen Festen wie Ostern oder Weihnachten orientiert, haben dann die Praktiken übernommen, anstatt sie zu unterdrücken. Und so haben sie diese heidnischen Bräuche dann auf Christus angewandt, anstatt sie abzulehnen und anstatt Gott und Christus so zu verehren, wie es uns die Bibel vorschreibt. Sie taten genau das, was Gott uns sagte, nicht zu tun. Schauen wir uns an, was Gott uns befiehlt. Zunächst einmal in 1. Korinther 10. Und wir hatten ja bereits gelesen, dass Paulus den Korinthern gesagt hatte, dass jemand kam und einen anderen Jesus denen verkündigte. Und die haben das akzeptiert. Hier wird eine Verehrung angesprochen, in 1. Korinther 10, die sich auf die Verehrung des Attis bezog und des Mithras, über die wir ja gelesen hatten. Und schauen wir aber uns an, wie Paulus dies verurteilt. 1. Korinther 10, angefangen in Vers 14. 1. Korinther 10, angefangen in Vers 14. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, und weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an das Israel nach dem Fleisch. Welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister.
Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Wahres Christentum und Heidentum kann man nicht miteinander verbinden. Das nennt man Synkretismus, etwas, das die Bibel deutlich verbietet. Er sagt in Vers 22, oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Und er fährt dann fort in 2. Korinther 6. Angefangen in Vers 14, uns Folgendes zu sagen. 2. Korinther 6, angefangen in Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial, einem falschen Propheten? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Sondert euch ab von falschen Praktiken, die aus dem Götzendienst, aus dem Heidentum herrührten. Wenn wir das tun, sagt uns Gott, dann werden wir von Gott anerkannt und akzeptiert werden. Schauen wir uns auch eine Stelle in Offenbarung Kapitel 18 an. Eine Stelle, die das heutige System dieser Welt beschreibt. Mit all diesen heidnischen Praktiken, die wir auch jetzt innerhalb des sogenannten orthodoxen Christentums kennengelernt haben und praktizieren. Aber das ist nicht etwas, was Gott uns sagt, dass wir tun sollen. Offenbarung 18, angefangen Vers 1. Denn das ist das Ziel, die Zukunft, das Schicksal dieses modernen Babylon. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief in mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große. Und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei, ihrer Abtrünnigkeit von Gott, ihrer Hurerei, haben alle Völker getrunken. Wir lesen in einer anderen Stelle im Buch der Offenbarung, dass der Teufel die ganze Welt verführt. Und so haben also von dem Zorneswein ihrer Abtrünnigkeit, ihrer Hurerei, alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Und Gott denkt an ihren Frevel. Gott sagt uns deutlich, dass wir uns nicht mit heidnischen Dingen beschäftigen sollen und sie zu einem Teil unserer Gottesanbetung machen sollen. Wenn dies geschieht, so wird er mit uns genauso verfahren, wie er damals mit den alten Israeliten und Juden verfahren hat, die der Himmelskönigin Opfer darbrachten, bis Gott dann gesagt hat, genug ist genug. Wenn man alles bis lang zusammenfasst, was wir uns bisher angeschaut haben, da wird uns klar, warum Gott uns verbietet, Feste wie Ostern oder Weihnachten zu halten. Es sind dies ja Feste, die nicht von Gott herrühren. Es sind dies Feste, die die Menschen erfunden haben unter der Inspiration von Satan, dem Teufel. Und der Grund ist der, dass die Wahrheit über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi verschleiert oder sogar zerstört werden sollte. Denn Satan wusste ja, dass Christus für die Menschheit sterben würde. Er wusste auch, wenn dies stattfinden würde, denn er wusste ja, dass Gott den Israeliten jährliche Festtage gegeben hatte, die mit dem Passafest begannen. Und zu dem Passafest wurde Christus ja verraten und dann auch getötet. Er kannte ja Gottes heilige Festtage, er kannte ja Gottes Plan. Mit anderen Worten auch den Plan für den Opfertod Jesu Christi. Und so inspirierte Satan dann die Heiden, ein Fest einzuführen mit dem Namen Ostern und an einen Heiland zu glauben, der um die Zeit des Passa herum sterben würde und dann auferstehen würde. Und dies tat er aus mehreren Gründen.
Zunächst einmal, da die Heiden ja bereits dann ihren Heiland hatten, der für sie gestorben war, dann brauchen sie ja den wahren Jesus Christus nicht mehr anzunehmen oder zu akzeptieren. Sodann gab es bereits so viele heidnische Religionen, die einen Heiland verehrten, da konnten die Kritiker des Christentums dann sagen, tja, Christus ist ja auch nur einer von diesen vielen heidnischen Heilanden, warum sollen wir dann an den glauben? Und schließlich konnten nun das sogenannte orthodoxe Christentum heidnische Konzepte in sich aufnehmen, die sich scheinbar ähnelten, die dem ähnelten, was Christus tat, und dies würde dann dazu führen, dass man an einen falschen Christus glauben würde, dass man auch andere heidnische Riten akzeptieren würde, die mit dem Tod und der Auferstehung gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel Ostereier, Osterhasen, Osterfeuer. Das ist aber etwas, was Gott uns verboten hat zu tun. Wir lasen ja bereits in 5. Mose 13, Vers 1, dass Gott uns sagt, dass wir nichts zu dem hinzufügen sollen, was er uns gesagt hat, und dass wir auch nichts von dem wegnehmen sollen, was er uns gesagt hat. Und der Zusammenhang war die Gottesanbetung. Wir sollen also keine heidnischen Riten in unserer Gottesverehrung mit einbeziehen. Wir finden dieses gleiche Verbot an vielen weiteren Stellen, wie zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 4. 5. Mose Kapitel 4 und angefangen in Vers 2. 5. Mose Kapitel 4 und angefangen in Vers 2. Da sagt uns Gott wiederum, ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Wir lesen auch in dem Buch der Sprüche, im 30. Kapitel, Sprüche, Kapitel 30, die Verse 5 und 6. Sprüche, Kapitel 30, die Verse 5 und 6. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Die Bibel hat uns nirgendwo irgendetwas von Osterfeierlichkeiten geboten, ganz im Gegenteil. Und wenn wir das Osterfest und die Osterbräuche in das Christentum einfügen, dann tun wir etwas zu den Worten Gottes hinzu und Gott bezeichnet uns als Lügner. Wenn Sie das glauben wollen, was hier in der Bibel geschrieben steht. Schauen wir uns auch 1. Korinther im Neuen Testament, 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 6 an. Denn Paulus, der ja auch die Korinther bereits davor gewarnt hatte, heidnische Götzendienste in den Gottesdienst einzubeziehen, sagt uns hier Folgendes in 1. Korinther Kapitel 4 und in Vers 6. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Die Idee, dass man heute weitere Gebote erlassen kann, dass die Bibel nicht unbedingt alles das enthält, was wir heute brauchen, dass man sogar gewisse Dinge abschaffen kann, die die Bibel lehrt und sie durch anderes ersetzen kann, ist im totalen Gegensatz zu dem, was die Bibel uns lehrt. Schauen wir uns auch im 2. Johannesbrief. Im 2. Johannesbrief, Vers 9, Folgendes an. 2. Johannesbrief, der hat hier nur ein Kapitel, und Vers 9. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Schauen Sie, wenn Sie über das hinausgehen, was Christus uns lehrt, und Christus hat uns im Neuen Testament gesagt, vergeblich dient ihr mir, wenn ihr die Traditionen der Menschen annimmt und dadurch die Gesetze Gottes verleugnet. Ja, Johannes sagt uns, wenn wir das tun, dann haben wir auch Gott den Vater nicht. Aber wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und schließlich auch noch Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung dieses Buches,
Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Das sind ernste Ermahnungen. Wollen Sie wirklich in eine Situation kommen, wo Sie, weil Sie Ostern halten wollen, weil Sie Weihnachten halten wollen, nicht ins ewige Leben eingehen? Aber es gibt noch mehr über dieses Problem zu sagen, denn wie hat es sich jetzt mit dem wahren Jesus Christus verhalten? Wie lange sollte Jesus Christus, der Heiland der Menschheit, im Grabe sein? Christus selbst hat uns die Antwort gegeben. In Matthäus Kapitel 12, angefangen in Vers 38. Matthäus Kapitel 12 und angefangen in Vers 38. Da fragten einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an, oder da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Menschen wollen heute Zeichen sehen, die wollen sehen, dass jemand mit göttlicher Autorität handelt, weil er eben irgendwelche Wunder vollbringen kann. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Ich habe ja kürzlich eine Predigt über Jona gegeben. Hier sagt uns Christus, das einzige Zeichen, das er damals den Pharisäern, den Sadduzäern, den Schriftgelehrten gegeben hat, diesem bösen, abtrünnigen Geschlecht, war, dass er für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein würde. Und zwar genauso wie Jona für 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Meerungeheuers, dieses Meerungetüms sein würde. Nun sagen einige, ja, damals hat man das aber anders berechnet und 3 Tage und 3 Nächte bedeuten nicht unbedingt 3 Tage und 3 Nächte. Bedeuten nicht 72 Stunden. Nun schauen wir uns einmal an in Johannes Kapitel 11, wie Jesus Christus selbst diese Zeitspanne definiert hat. Johannes Kapitel 11, die Verse 9 bis 10. Johannes Kapitel 11, die Verse 9 und 10. Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Und er sagte, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Also der Tag hat 12 Stunden. Und er sagte in Vers 10, wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich. Also wenn der Tag 12 Stunden hat, dann hat die Nacht auch 12 Stunden. Und da er nun 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein würde, wie er sagte, das einzige Zeichen, das er den Menschen gab, dass er der Messias war, musste er also nach seinen eigenen Worten 72 Stunden im Grabe sein. Wahrlich. Die Menschen, die heute sagen, Christus war am Freitag gekreuzigt worden und am Sonntag auferstanden, wie bringen sie 72 Stunden in diese Zeitspanne? Das ist unmöglich. Wenn also das stimmt, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt wurde und am Sonntagmorgen auferstanden ist, war er nicht ihr Heiland, weil er nämlich das einzige Zeichen, dass er der Heiland, der Messias war, dann nicht erfüllt hätte. Wann ist laut Bibel Christus auferstanden? Fangen wir damit einmal an. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 28 an und Vers 1. Matthäus Kapitel 28 und Vers 1. Ich zitiere zunächst einmal jetzt aus der revidierten Lutherbibel. Da heißt es: Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, da kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und sahen und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Also zu dem Zeitpunkt, als der erste Tag der Woche anbrach, war Christus bereits auferstanden. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er würde 3 Tage und 3 Nächte lang im Grabe sein und dann würde er auferstehen. Und dann sagt der Engel weiter: Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Nun, die Menge-Übersetzung
übersetzt Kapitel 28 und Vers 1 in dem Sinne, dass sie schreibt: Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrechen wollte. Aber noch genauer übersetzt ist die Elberfelder Bibel. Die schreibt nämlich: Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages. Spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages. Und dann hat sie folgende Anmerkung: Der Tag begann nach damaliger Auffassung mit Sonnenuntergang. Was uns Matthäus 28, Vers 1 also sagt, ist, als der Sabbat zu Ende ging und der erste Tag der Woche anbrach, aber der brach mit Sonnenuntergang an. Da war Christus bereits auferstanden. Er war also scheinbar zu Ende des Sabbats, zu Beginn des Sonntags auferstanden. Nicht Sonntagmorgen, sondern wenn man das heute uns betrachten würde, Samstagabend. Da war er auferstanden. Also nirgendwo lehrt die Bibel zum Beispiel, dass Christus an einem Sonntag auferstanden worden wäre. Aber wenn er am Freitag gekreuzigt worden wäre und er wäre 3 Tage und 3 Nächte im Grabe geblieben, dann wäre er am Montagnachmittag auferstanden. Etwas, was die Bibel natürlich durchaus nicht lehrt und was auch keiner glaubt. Christus starb am Samstag, Christus wurde am Samstagabend auferweckt. Wenn man jetzt 3 Tage und 3 Nächte zurückgeht, dann kommt man zu dem Zeitpunkt seiner Kreuzigung. Wann wurde Christus gekreuzigt? Die meisten meinen heute am Freitagnachmittag. Das ist das nicht, was die Bibel lehrt. Schauen Sie, die heidnischen Heilande waren an einem Freitag gekreuzigt worden. Die wurden an einem Sonntag auferweckt. Christus wurde nicht an einem Sonntag auferweckt, sondern am Samstagabend. Und er wurde auch nicht an einem Freitag gekreuzigt. Wenn man 3 Tage und 3 Nächte zurückgeht, kommt man zu Mittwochnachmittag. Und als er ins Grab gelegt wurde, dann Mittwochabend kurz vor Sonnenuntergang. Und wussten Sie, meine Damen und Herren, dass viele Gelehrte im Laufe der Jahrhunderte dies verstanden und gelehrt haben? Zum Beispiel lehrte der sogenannte Kirchenvater Eusebius, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde und dass er am Samstagabend auferstanden ist. Die Companion-Bibel, die von der Oxford University Press herausgegeben wurde, schreibt im Anhang 156, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde. Die Osterpredigten des Gregorius von Nyssa, die von Andreas Spira und Christoph Kloch im Jahre 1981 herausgegeben wurden, beschreiben deutlich, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde und an einem Samstagabend auferstand. Ein Baptistenprediger Cockrell schrieb in einem Artikel 3 Days and 3 Nights oder 3 Tage und 3 Nächte, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde, an einem Samstagabend auferstand. Donald Gray Barnhouse schrieb im Jahre 1958 im Juni ein Werk, in dem er auf die Didascalia Apostolorum verweist, ebenfalls auf Epiphanius und auf Victorinus von Petau, der im Jahre 304 nach Christus starb, die alle davon ausgingen, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde. R.A. Torrey schrieb im Jahre 1907 ein Buch, mit dem er sich um gewisse schwierige Stellen befasste. Auch er schreibt, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde, und kürzlich im Jahre 1958 wurde ein Buch oder ein Artikel veröffentlicht in dem Journal für biblischer Literatur, und zwar von James Walter, der ebenfalls davon ausgeht, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde. Also die Tatsache, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde, ist gar nicht mal so abwegig, nur haben die meisten Christen davon noch nie etwas gehört, weil sie eben auf die falsche Idee gesprungen sind, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt worden sein soll. Nun verweisen einige auf eine interessante Stelle im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 19 und Vers 31, wo sie sagen: Aha, hier zeigt es sich ja deutlich, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt wurde. So alles das, was die anderen so gesagt haben von Mittwochkreuzigung, ist ja total verkehrt. Johannes Kapitel 19 und Vers 31, da lesen wir nämlich Folgendes. Johannes Kapitel 19 und Vers 31. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden.
Und dann kam sie an die drei Gekreuzigten, Christus und die beiden Schergen, aber die stellten dann fest, dass Christus bereits tot war. Und die sagen, aha, also dieser Rüsttag ist dieser Vorbereitungstag auf den wöchentlichen Sabbat. Und das war natürlich dann der Freitag. Und von daher zeigt sich also hier, dass die Kreuzigung an einem Freitag stattfand. Ist das so richtig? Keineswegs. Denn schauen Sie, der Rüsttag konnte der Vorbereitungstag für den wöchentlichen Sabbat sein. Er konnte aber auch der Vorbereitungstag für einen jährlichen Sabbat sein, einen jährlichen Festtag. Gott hatte nämlich den Israeliten 7 jährliche Festtage geboten. Darüber lesen wir im Alten Testament, im 3. Buch Mose, an anderen Stellen. Unter anderem das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote, das Posaunenfest, Pfingsten, den Versöhnungstag, das Laubhüttenfest. Und der erste Tag der ungesäuerten Brote, der während der Passawoche stattfand, fand in jener Woche an einem Donnerstag statt, der aber natürlich Mittwochabend begann. Und der Rüsttag war der Mittwoch, der dann den ersten Tag der ungesäuerten Brote, einen jährlichen Festtag oder einen jährlichen Sabbat, einleitete. Und wir sehen auch hier in dieser Stelle im Johannesevangelium, dass es sich um einen jährlichen Sabbat gehandelt hat, nicht nur um einen wöchentlichen, weil es ja heißt, dass dieser Sabbat ein hoher Festtag war. Es war kein gewöhnlicher Festtag, es war ein hoher Festtag. Und wir lesen auch zum Beispiel in Johannes Kapitel 19 und Vers 14, dass es ein Rüsttag für das Passafest war. Nicht für den wöchentlichen Sabbat, sondern für das Passafest, für den ersten Tag der ungesäuerten Brote. Und es ist vielleicht auch interessant, dass in diesem Jahr, im Jahre 2009, auch wiederum der erste Tag der ungesäuerten Brote, der ja zu einem jeden wöchentlichen Tag fallen kann, in diesem Jahr fällt er auch wieder auf einen Donnerstag. Sodass, wenn man das auf die heutige Zeit übertragen würde, auch in diesem Jahr Christus an einem Mittwoch gekreuzigt worden wäre, vor Beginn des ersten Tages der ungesäuerten Brote und wäre dann auch 3 Tage und 3 Nächte später zu Ende des Sabbats wieder auferstanden. Das ist die wahre Geschichte bezüglich der Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu Christi, der nicht an einem Freitag gekreuzigt wurde, der nicht an einem Sonntag auferstanden wurde. Das waren heidnische Heilande, die dies angeblich getan hatten. Und so sehen wir, dass die gesamte Idee des Osterfestes, die gesamten Osterbräuche, selbst die Verherrlichung Christi, auf einer falschen Basis aufgebaut ist. Man kann es auch ganz drastisch formulieren und sagen, das gesamte Osterfest ist nichts weiter als eine große Lüge. Es fängt ja bereits damit an, dass Eltern ihren Kindern vorgaukeln, ein Osterhase habe Ostereier gelegt und er habe die farbig angemalt und dann im Garten versteckt. Eine harmlose Lüge, mögen manche sagen. Seit wann sind Lügen harmlos? Gott sieht das nicht so. Schauen wir uns einmal an, was er uns in 1. Johannes Kapitel 2 und in Vers 21 sagt. 1. Johannes Kapitel 2 und in Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge, ob groß oder klein, ob weiß oder schwarz oder blau oder rot, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wir sollen Gott in Wahrheit anbeten. Und keine Lüge hat in unserer Gottesverehrung irgendeinen Platz. Schauen wir uns auch zum Abschluss noch einmal Epheser an, Kapitel 4 und Vers 25. Epheser, Kapitel 4 und Vers 25. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Legen wir die Lüge des Osterfestes ab. Beginnen wir die Wahrheit zu reden, die Wahrheit über den wahren Jesus Christus, der an einem Mittwoch gekreuzigt wurde, der an einem Samstagabend auferstand, der das einzige Zeichen, dass er unser Heiland war, erfüllt hat, nämlich dass er 3 Tage und 3 Nächte lang 72 Stunden im Grab lag. Und wenn wir das tun, dann können wir in Wahrheit Gott anbeten und in Wahrheit Gott verkünden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes. Thank you.